Dann hat Keldon ein saumäßig starkes Schwert. Und ja, wir können hier weitermachen. Ich bin nun zurückgekommen, um euch zu danken, werte Dame. Ihr habt mir meine Ehre und meine Seele gerettet. Ich konnte die Familie des Mannes teilweise entschädigen und man hat mir vergeben. Sein Tod war nicht der fürchterliche Verlust, den ich befürchtet hatte, weil er mit seiner Familie ebenso rüde umsprang wie mit mir. Ich gab mir alle Mühe, die Lücke zu schließen, die er hinterlassen hatte. Eine Lücke übrigens, die er schon seit Jahren nicht mehr ausgefüllt hatte. Ich stehe immer noch schuld. Ich werde dem Beispiel folgen, dass ihr mir mit eurer Weisheit gegeben habt. Ich warte. Ihr seid mir mehr als willkommen. Ihr schmeichelt meinen Augen, Talisa. Ich hörte, was ihr für Tirvael getan habt, und ich kann mir kein passendes Ende für die Situation vorstellen. Ihr habt Latanda stolz gemacht. Ich werde schon bald weitere Gläubige zu euch schicken. Lehrt sie die Wege Latandas. Ich werde in wenigen Tagen zurück sein, um zu schauen, was dabei herausgekommen ist. Ja, da kommt nämlich schon die nächste Bittstellerin. Grüß dich. Entschuldige, ich suche den Beistand die Weisheit des Klerus. Ich habe den rechten Weg verloren. Ich fühle, wie mein Glaube schwindet. Ich brauche eine Bestätigung, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde, dass all dies noch einen Sinn ergibt. Wir sagen, ich habe meinen Glauben verloren. Abweichlerin, ich dulde keine Ungläubigen im Bankreis des Tempels. Ihr seid des Todes hier und jetzt. Ja, alle. Nein, wir sind nicht Talos. Nun, mein Kind, erinnert euch an die Verpflichtung gegenüber der Kirche. Ihr habt hier eine Verantwortung. Ist vielleicht zu streng? Vielleicht braucht ihr nur etwas Zeit. Es ist nichts Falsches daran. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Für Ungläubige ist hier kein Platz. Geht und verdunkelt diesen Ort nie wieder. Nein, 1 und 4 sind zu harsch. Wir lassen ihr einfach mal Zeit. Weil der andere hat auch einfach Zeit gebraucht. Seid bedankt, nach diesem Freiraum habe ich gesucht. Ich werde über die Dinge nachdenken. Und es ist beruhigend zu wissen, dass Zweifel erlaubt sind. Sehr beruhigend. Es wird das Beste sein, wenn ich eine Zeit lang meine Dienste für die Kirche aufgebe und studiere. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, werte Dame. So. Ja, was möchtet ihr? Damit haben wir schon mal die nächste Priesterquest getriggert. Den Ratschlag, den ich erteilt habe, stimmt mit den Lehren des Morgenfürstens überein. Tivai wird so zum Beispiel für unseren Glauben. Ja. Rania kam zu mir und gestand mir, dass es ihr an Glauben mangelt. Ich habe ihr gesagt, dass sie sich Zeit nehmen sollen, um über ihren Glauben nachzudenken. Sie schien erleichtert. Und ich muss mir auch mal Gedanken machen, wann ich die wachende Festung machen will. Ob ich die jetzt noch machen will in Akt 2, was den Akt 2 ewig in die Länge ziehen wird. Der jetzt schon ziemlich lang ist. Wir sind ja schon die meiste Zeit jetzt in Akt 2 unterwegs. Wir haben aber auch viel gemacht, muss ich sagen. Das wäre das Erste. Oder ob ich das mache, wenn wir in Akt 6 wieder zurück sind. Da kann ich nämlich meinen Flegel auch weiter aufbessern. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss einfach mal wirklich gucken, wie groß die wachende Feste ist, weil von der wachenden Feste habe ich eigentlich gar keine Ahnung, muss ich zugeben. Wobei ich, glaube ich, einmal das erste Stockwerk gemacht hatte und dann es aufgegeben habe, weil die wachende Feste ist die Baldur's Gate 2 Variante von Durlaks Turm. Und Durlaks Turm war ja schon ein sehr schöner Dungeon. Jawohl, Sir. Fürstin Irlana, ich möchte euch meine unsterbliche Liebe verkünden. Ja, das will ich. Bei Torben nicht schon wieder. Geduld, meine Liebe, das könnte vergnüglich werden. Los, denn seht zu. Ja, okay. Fürstin Irlana, ich bin benebelt von eurer Schönheit und hingerissen von eurem noblen Wesen. Was will ich nicht alles tun, um einen Abend in eurem Arm zu bringen zu dürfen? Fürstin Irlana, ich bin geblendet von eurer Schönheit und eurer Noblesse. Lässt mir den Mund offen stehen. Und eure Noblesse lässt mir den Mund offen stehen. Was würde ich
nicht alles tun, um einen Abend in euren Dramen zu verbringen. Armen, Armleuchter, Arm. Armen nicht drum, ey. Ich meine Armen in euren Armen. Prost, Kicher. Wirklich guter Mann. Was war das, zwingend zu glauben, dass ihr es wert seid, den Abend in meinen Arm zu verbringen? Nun, es ist einfach, ich wäre niemals einer Dame eurer Tugend würdig, meine Liebste. Ich wünschte nur, ihr könntet mir meine Fehler nachsehen und mir eine Chance geben. Warum sagt ihr nicht, wie gut aussehend und stattlich ich bin, Cyrando? Oh, bringt's endlich hinter euch, Junge. Ich werde niemals wirklich einer blaublütigen, tugendhaften Dame würdig sein, meine Liebe. Ich wünschte nur, dass ihr über meine Fehler hinwegseht und mir meine Hose gebt. Euch eine Hose gebt, guter Mann. Vermisst ihr zufällig ein paar? Nun, vielleicht weiß der Genosse Gnom, der hinter uns im Gerwig steht, eine Antwort darauf. Was meint ihr, Herr Gnom? Ihr entdeckt, jetzt lauft, Junge. Oh, das ist immer wieder lustig mit den beiden. Hallo, Leute. Gabik mag ja ein amüsanter Mann sein, aber er vermag es nur schwerlich, mein Herz zu gewinnen. Für einen Bahnscheider ein zögerliches und eigentümliches Verständnis der ritterlichen Miene zu haben. Ja. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet... Und wie gesagt, ich muss mir irgendwann noch mal eine Liste machen mit den ganzen Sachen, die ich mir nachher in Akt 6 noch craften will, die ich erst dann craften kann. Das sind nämlich die drei Sachen hier. Und ich sollte gucken, was ich mit ihren Dreckfrischläschchen anstellen kann. Seid gegrüßt. Der hat mir nichts zu sagen. Fahrt nun gut. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Wächterhelm hat mir nichts zu sagen. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Hat mir auch nichts zu sagen. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Hat mir auch nichts zu sagen. Gut. Ich habe aber, glaube ich, noch jemanden hier oben drin, oder? Ja. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Seid ihr beim höchsten werten Orden des strahlenden Herzens willkommen, junge Frau. Ich bin Prälat Welsan, wandelt steht auf dem Pfand der Gerechtigkeit, der Ehre und der Pflicht. Wenn das alles ist, ja. Okay, muss ich das Schwert erst ablegen. Weil, wie gesagt, wenn ich es behalten kann, behalte ich es. Ich wüsste nämlich nicht, wem ich es sonst geben könnte. Ich nehme an, ihr seid hier um euren Glauben. Ich nehme an, ihr seid hier um. Ich nehme an, ihr seid hier um euren Glauben zu festigen. Ja, eigentlich bin ich das immer. Aber nö, wenn wir das Schwert behalten dürfen, dann behalten wir es. Nochmal mit ihm reden. Ich nehme an, ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Gut. Kedron, du besitzt jetzt unsere mächtigste Waffe. Magiewiderstand, Gedankenschild. Also ja, Kedron. Was immer ihr wünscht. Damit könnte er Lichs ordentlich, also Leichname ordentlich vermöbeln. Aber wie gesagt, Leichname sind immer noch etwas schwer für uns. Und Kangax nachher ist sowieso böse der Hammer. Wenn ihr es wollt. So, nächste Haltestelle, die Docks. Hier zu Cromwells Haus.
Danach Wolkenpromenade Zeug verkaufen und danach Handelstreff. Dann haben wir eigentlich die mehr oder weniger einfachen Sachen abgeschlossen. Dann fehlen uns... Oder soll ich erst den Friedhof mal machen? Der Friedhof wäre auch eine Möglichkeit. Wer fehlt da noch? Yahira fehlt noch. Yahira, die Treppe ist, geht hier runter. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Wo wollen manche Leute hinlatschen? Komm. Ja, euer Wunsch ist. Hey, Kumpel. Ich brauche einen Schluck starkes Röhrenbier. Besitze ich was, aus dem wir was machen könnt? Kann ich nicht genau sagen, dass ich meinen Blick auf eure Ausrüstung werfen? Ja, nur ein bisschen rumstöbern, da weiß ich mehr, ja. Was ist das? Die Schuppe einer Bestie? Ah, die Schuppe eines roten Drachen, einer Bestie der Flamme des Schreckens. Das ergibt eine wunderschöne Rüstung, wenn ihr wollt. Weckt das euer Interesse? Was würde es kosten? 5000 Goldmünzen für die Arbeit, kein Händler weniger. Und wenn mein Lehrling nicht da ist, ja. An die Arbeit. Wie ihr wünscht, bei einem solchen Auftrag fangen wir besser gleich an. Keine unnötige Zeit vergeuden, nicht wahr? Machen wir uns ans Werk. Nun, ich denke, wir sind soweit. Geht, sorgt zu den Dummen. Wenn ihr wieder mal was findet, wisst ihr ja jetzt, wo ihr es hinbringen müsst, nicht wahr? Ja, wir haben die rote roten Drachenschuppenpanzer. Drachenschuppenpanzer sind leicht widerstandsfähig und feuerresistent. Natürlich sind diese Rüstungen sehr begehrt, doch es ist äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich, einen uralten Drachen zu finden und ihn zu töten, um aus seinen Schuppen eine derartige Rüstung anzufertigen. Normalerweise ist es leichter, wenn man gleich nach einem bereits existierenden Drachenschuppenpanzer wie diesem sucht. Man sollte ihn jedoch nicht unbedingt in der Gegenwart von Drachen tragen, vor allem nicht von roten Drachen. Feuerresistenz, Rüstungsklasse minus 1, Gewicht 30. Ist also dasselbe wie mein Feldharnisch. Ist besser wie mein Feldharnisch. Yay. Achso, weil der Feldharnisch 0 hat. Normalerweise hat der Feldharnisch 1. Ich könnte ihn Yahira geben, da ist Yahira gradenlos überladen. Minsk hat schon einen. Bei Kedon würde das nichts bringen. Und ihr beide könnt keinen tragen. Gut. Ich könnte Yahira die Drachenschuppenrüstung geben. Würde allerdings nicht viel bringen. Ich könnte Minsk die Drachenschuppenrüstung geben. Das würde ihm wenigstens minus 1 machen. Bei ihm wäre es minus 5, aber er hat schon genug. Also auf minus 3 bringen. Nö. Für Minsk finden wir sicherlich auch noch was viel Tolleres. Währenddessen laufe ich in der roten Rüstung rum. Außerdem hat Minsk ja schon Feuerresistenz durch irgendwas anderes. Hier. Warum ist Eri schon wieder müde? Fragt nur. Wahrscheinlich, weil ihre Konstitution so niedrig ist. Nun gut. Ja gut, wir waren jetzt auch einen Tag lang am Schaffen. Hier kommt. Ja, Yahira findet mal wieder den Weg nicht.
Weil das geht. Und die Wegfindung. Jo. Naja, ist ein altes Spiel. Was will man da machen? Ich muss dann nachher gucken. Hä? Schläger attackieren ja hier. So, den Schläger noch weg.